Parteiarbeit sollte transparent sein, darüber sind sich die Freien Demokraten einig. Um für die Bürgerinnen und Bürger in Zwickau noch sichtbarer zu sein, wurde gestern Nachmittag die neue Kreisgeschäftsstelle und das Wahlkreisbüro von Dr. Jürgen Martens in der inneren Schneeberger Straße 16 eröffnet. Das Gebäude schließt direkt an das Büro von Bündnis 90 Die Grünen an. Und es hatte gestern den Anschein, dass es mit dieser Nähe keine Probleme geben wird. Zufrieden mit der Wahl des Standortes zeigte sich auch Dr. Jürgen Martens. Ja, natürlich. Deswegen haben wir uns auch diese Stelle mitten in der Stadt ausgesucht, damit es die Bürger nicht weit haben, sondern einfach mal vorbeischauen können, um sich zu informieren und mit uns zu sprechen. Bürger, Sie möchten ansprechen. Also wenn man sich erinnert, früher war es ja meist der Mittelstand. Wie ist es heute? Wen möchte die FDP erreichen? Was sind die Ziele oder Ihre Grundgedanken? Wir möchten nicht bestimmte Menschen, sondern alle ansprechen, denen daran gelegen ist, dass dieses Land vorankommt, dass es moderner wird, dass es Zukunft für jeden bereithält und insbesondere auch diejenigen fördert, die mehr tun, als sie tun müssen, sondern die freiwillig gerne sich engagieren in Vereinen, aber auch im Beruf, die es weiterbringen möchten und die einen Anspruch darauf haben, dass sie beste Bildung erhalten, dass sie in der Digitalisierung unterstützt werden und auch in ihrem wirtschaftlichen Leben und Handeln nicht blockiert und behindert werden, sondern dass man sie fördert und dass wir auf diese Art und Weise das Gemeinwesen nach vorne bringen. Nach und nach kamen immer mehr Parteifreunde, Gäste und interessierte Passanten. Und wie es zu einer Geschäftseröffnung üblich ist, gab es Blumen und Präsente. Schnell kam man miteinander ins Gespräch. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Für die musikalische Umrahmung, wenn auch nur aus der Konserve, zeichnete der Kreisvorsitzende Nico Tippelt verantwortlich. Herzlich war auch der Empfang für den FDP-Landesvorsitzenden, der sich über den neuen Bürostandort freute. Ja, Zwickau ist für uns als FDP immer ein sehr gutes Pflaster gewesen. Ja, eine Hochburg. Es ist eine Gegend, die für liberale Ideen offen ist. Und das heute ist ein ganz wichtiger Tag für uns, weil wir uns auf unser Comeback vorbereiten. Und jetzt schon vor der Landtagswahl, die ja für uns so ganz wichtig ist, dieses Zeichen zu setzen, dass wir da sind, dass wir bleiben, dass wir einen Anlaufpunkt haben, der für jeden offen steht, wo die Bürgerinnen und Bürger kommen können, Informationen bekommen können, wo sie uns treffen können. Das ist für uns ein Zeichen des Optimismus und deswegen bin ich ganz glücklich, dass wir das heute hier machen. Zur Wahl gehen. Für die Alten war es ja immer eine Selbstverständlichkeit, aber es sollten nicht nur die Alten, sondern ich glaube, sie müssen auch sehen, dass die jungen Leute zur Wahl gehen. Ja, also ich bin auch immer ein bisschen enttäuscht, wenn ich die Wahlbeteiligung so sehe und wenn ich vor allem sehe, dass junge Leute so gar nicht Interesse daran haben. Ich komme ja nun aus dem Osten, bin ein Wendekind, 89, war ich 20 und das wird es für mich nie geben, wenn du in der Unfreiheit groß geworden bist, dann dieses Recht nicht wahrzunehmen. Selbst wenn du unzufrieden bist, man geht zu einer Wahl, das macht man einfach. Man übernimmt auch ein Stück weit mit Verantwortung und für mich galt das so und ich habe auch so ein bisschen Eindruck, dass die Jugend jetzt sich wieder ein bisschen mehr interessiert. Nee, alles finde ich persönlich jetzt gut, aber ich finde gut, dass man sich interessiert. Und ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass vielleicht gerade jetzt bei diesen Wahlen, bei den Kommunalwahlen, dann Europa- und Landtagswahl, doch auch die Leute wieder mehr an die Wahlurne gehen werden. Ein Mann, der bei den gesetzten Zielen der FDP, zu denen auch weltbeste Bildung zählt, auf die junge Generation hofft, gehört Professor Dr. Stefan Kolleff von der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Ihm ist es wichtig, die Freien Demokraten zu stärken. Ich glaube, das kann man auf dem Niveau der Stadt, Land und natürlich auch im Bund sehen. Ich glaube, wir haben im Moment, wenn man sich die Bundesnachrichten anguckt, reden wir sehr viel über Verbote, über Regulierungen, Einschränkungen. Und die FDP steht für Freiheit, eingebettet in klugen Regeln. Und dieser Kampf für Freiheit und gegen Unfreiheit ist, glaube ich, etwas, was wir die ganze Zeit tun, so wie Sisyphus mit der Kugel. Und deswegen braucht es die FDP immer. Wir sind eine kleine Partei, aber wie Sie sehen, gut aufgestellt mit vielen jungen Leuten und bin seit 15 Jahren Parteimitglied. Der Kampf ist immer schwierig, aber der muss weitergehen. Und ich bin, wenn man das so sieht, ziemlich optimistisch. Sie sind ja auch noch ein junger Mensch. Und wir haben es vorhin schon von Herrn Zastrow gehört, wir müssen auch die jungen Leute an die Wahlurne bekommen. Ist das richtig?
Absolut. Wenn wir jetzt darauf anspielen, wie es mit Fridays for Future ist, ist es vielleicht eine etwas andere Sache. Aber auf jeden Fall finde ich es bedauerlich, dass Wahlbeteiligung bei jungen Leuten relativ niedrig ist. Aber auch wieder, wenn man sieht, sind viele Studenten da. Und ich glaube, in den letzten Jahren kann man sagen, sind die Zeiten etwas politischer geworden. Vielleicht nicht immer zum Guten, aber man kann tatsächlich sagen, dass wir mehr über Politik reden. Ob wir immer zivilisiert und bürgerlich und gepflegt das tun, ist eine andere Sache, wahrscheinlich nicht. Aber es sind politisch gesehen spannendere Zeiten geworden und ich glaube, das mobilisiert auch junge Leute. Sie haben sich ja auch die Bildung auf die Fahnen geschrieben, also dürfte ja das genau ein Thema sein, was die jungen Leute anspricht. Ich hoffe das. Also wovon ich vielleicht eher etwas mehr Ahnung habe, ist die Hochschule als Schulpolitik. Aber ich glaube in der Tat, dass durch die Digitalisierung im Bildungssystem sich wahnsinnig viel tun muss. Ob sich das jetzt schon tut in hinreichendem Maße, ist eine andere Frage. Und allein wenn man bedenkt, was es für uns als Hochschule bedeutet, ob es mich als Professor in 10 Jahren geben wird, in dieser Funktion Vorlesungen halten oder ob ich aufgenommen sein werde und die Studenten auf den Knopf drücken. All das sind wirklich so fundamentale Herausforderungen, dass man ganz mutig darüber nachdenken soll. Allerdings, und ich glaube, das unterscheidet die FDP von anderen, ohne Ängste zu schüren, ohne vor der Zukunft zu erstarren, sondern einfach zu schauen, was bieten diese Technologien auch für tolle Möglichkeiten, gerade auch um eine bessere Bildung hinzubekommen. Und ich glaube, da bin ich optimistisch. Aber es ist eine Herausforderung und viele werden neu umdenken müssen. Ich glaube, weder Lehrer noch Professoren tun das besonders gerne. Aber man muss es. Und man merkt auch bei den Studenten von heute schon, dass die auch an uns ganz andere Anforderungen stellen. Und wenn wir da keine Antworten bieten, werden die sich andere Bildungsangebote suchen. Und das ist vielleicht nicht immer zum Guten. Dann darf man gespannt sein, wie das neue Büro im Herzen der Stadt von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen werden wird. Kompetente Ansprechpartner sind hier vor Ort.